Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Dann wollen wir uns mal beeilen. Die Pölcher Oberschule hat uns in der letzten Legislaturperiode mehrfach beschäftigt. Es gehört zu den kleineren, aber nichtsdestoweniger nachhaltigen Erfolgen von Rot-Rot. Verzeihung, darf ich Sie noch mal kurz unterbrechen? Ja, die haben wieder Wandertag. Meine Damen und Herren, das Wort hat Herr Dr. Albers und Sie alle anderen nicht. Ich habe kein Problem damit. Wenn Sie Wandertag machen wollen, machen Sie ihn. Ne? Erst Rot-Rot. Fahren Sie bitte fort. Fangen wir noch mal an. Es gehört zu den kleineren, aber nichtsdestoweniger nachhaltigen Erfolgen von Rot-Rot, dass es mit Senator Zöllner damals gelungen ist, den Umzug der Schule auf das Olympiaparkgelände, der eigentlich erst für 2018 vorgesehen war, auf den Sommer 2015 vorzuziehen. Erst Rot-Rot hatte die heftigsten Proteste der Betroffenen wegen des maroden Bauzustandes des Gebäudes am Haarlemweg ernst genommen, nachdem die verantwortlichen Bezirkspolitiker das Problem mehr als 20 Jahre lang nur stur ausgesessen hatten. Herr Staatskowski, heute nicht da, der sich gerne als Freund der Pölcher Schule feiern lässt, wird sich sicher noch an den wohligen Schlaf erinnern, mit dem er die seit 1989 bekannte Asbestbelastung der Schule in seiner Zeit als zuständiger Bezirksstadtrat und als Bezirksbürgermeister von Charlottenburg so sanft verpennt hatte. Nun aber zu unserem Antrag. Eigentlich wäre die Namensgebung einer Schule nicht Gegenstand einer parlamentarischen Befassung. Da sind wir uns sicher alle einig. Darüber entscheidet nach dem Berliner Schulgesetz die Schulkonferenz im Einvernehmen mit der zuständigen Schulbehörde, in diesem Fall der Senatsverwaltung. Und das soll auch so bleiben. Nur, während der Senat gerade in seiner neuen Umfrage zur Olympiabewerbung die Bürger fragt, Frage 4, wie Sie zum Beispiel die Idee bewerten, Wettkampfstätten nach Sportlerinnen und Sportlern zu benennen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurden und oder Widerstand geleistet haben, ein ja kluger Ansatz, soll bei der Pölcher Oberschule genau das Gegenteil geschehen. Und deshalb bringen wir das hier zur Sprache. Da befremdet uns eben schon der, wie es der Tagesspiegel gestern in einem Kommentar formuliert hat, geschichtsvergessene Umgang mit einem großen Namen. Just in dem Moment, wo die Schule auf das ehemalige Reichssportfeld zieht, dorthin, wo Hitler mit seinen Olympischen Spielen die Welt über den wahren Charakter seines Regimes hinwegtäuschen wollte, 1936, als Harald Pölcher sich schon für die Opfer des Naziterrors einsetzte, soll sein Name ohne einen Hauch von Gespür für die historische Problematik geschrotet werden. So ganz nebenbei, mal eben, en passant. Und dabei ersetzt offenbar Eiferertum eigentlich das notwendige kritische Problembewusstsein. Nur so erklärt sich zum Beispiel, dass der Sportkoordinator dieser Schule, der Name tut nichts zur Sache, unseren Antrag zum Anlass nimmt, einen Brandbrief herumzuschicken, um darin, so die Anrede in seinem Rundschreiben, Hallo zusammen, quasi zum Kulturkampf gegen den Namen Pölcher aufzufordern. Wir oder die Linken bei der Namensgebung heißt das darin. Das ist völlig unangemessen. Der Mann hat nichts begriffen auf seinem Weg ins Fettnäpfchen und macht noch einmal so richtig deutlich, warum diese parlamentarische Befassung hier Sinn macht. Unser Antrag soll ein Appell zur Nachdenklichkeit sein. Harald Pölcher war ein Mann der evangelischen Kirche, der in den Zeiten der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland schon sehr früh Widerstand geleistet und unter Einsatz des eigenen Lebens vielen Mitbürgern das Leben gerettet hat. Die Gedenkstätte Yad Vashem hat ihn und seine Frau dafür zum Gerechten unter den Völkern ernannt. Da braucht es dann für die aufgeklärte Zivilgesellschaft schon eine schlüssigere Begründung, warum der Name eines solchen Mannes aus der Berliner Schullandschaft getilgt werden soll. Die Begründung, man wolle einen stärkeren Sportbezug über den neuen Namen, ist doch nur vorgeschoben. Den kann man über den Zusatz Pölcher auf Sportoberschule oder den im Antrag vorgeschlagene Variante auch herstellen. Wer bitteschön von Ihnen stellt denn den sportlichen Bezug bei dem Namen Flato-Oberschule, der anderen Berliner Sportschule, her? Dass Gustav und Alfred Flato 1896 in Athen Medaillen im Turnen gewonnen haben, dürften wirklich nur noch Eingeweihte oder Zeitgenossen wissen. Es sei auch der Wunsch der Schüler, wird in Gesprächen kolportiert. Hier allerdings erwarte ich von der Leitung einer sogenannten Eliteschule des Sports dann mehr pädagogisches Verantwortungsbewusstsein, mit dem sie den Schülern offensiv entgegnet und erklärt, dass der Name Harald Pölcher der Name eines mutigen Mannes ist, dessen man sich nirgendwo zu schämen braucht und der auch im Ausland für jenes bessere Deutschland steht, das Sie auch als Sportler bei Ihren internationalen Auftritten repräsentieren wollen. Harald Pölcher
gehört zu den stillen Helden dieses Landes und deshalb sollten wir alle nicht schweigen, wenn sein Name nun in einem Akt von mit Naivität kaum zu erklärender, peinlicher Gedankenlosigkeit entsorgt werden soll. Nichts war umsonst, heißt eine der Schriften über sein Leben. Eben, so sollte es sein und deshalb bitten wir Sie, unser Anliegen hier ernst zu nehmen und über die Fraktionsgrenzen hinaus zu unterstützen. Danke.